Basket of YouTube. Pascal Su, Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Wir sind hier in Göppingen, ganz tief im Süden. Ich bin gestern jetzt ohne Spaß um 3 Uhr, also heute ist für heute, Digga. 3 Uhr morgens losgefahren, um 10 hier zu sein, rechtzeitig für dieses Video, ja. Weil gestern war ja meine Tochter Geburtstag und ich wollte nicht verpassen, mit ihr zu sein. Und ja, Schlaf ist überbewertet. Wir ziehen uns heute den Wettkampf von Kelsey rein. Richtig lustiger, richtig cooler Typ. Wir kennen ihn schon wirklich lange. Ich feiere ihn als Person übertrieben. Und ich bin gespannt, heute diesen Wettkampf zu vloggen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Lass uns überraschen. Wir sind hier im Nice Athletic Club in Göppingen. Und ja, lass uns mal Kelsey suchen und gucken, was der so treibt. Ist einfach auch nicht der Ernst der Leute, Mann, dass die hier im Pool haben. Das kann nicht dein Ernst sein. Hi, Falk, ne? Hallo, hallo. Digga, die chillen ja einfach. What the fuck? Ja, Pascal und ich sind immer noch am Ackern. Die machen alle Pause. Wir sind Pascal und ich unterwegs. Haben so ein hartes Leben. Wir sind zu dritt unterwegs. Wir schauen, dass wir alles regeln hier, während die im Pool sind. Und ich hab eine Mittagspause verdient. Wann geht's weiter? In 10 Minuten oder so? Nein. Genießt es! 10 Minuten, der Nice Athletic Club hat einfach ein kleines Pool in einem Container hier direkt davor. Und Klos. Ja. Grüß euch. Hier ist übrigens der Kilo für Kilo Stand und daneben ist auch Kelsey. Oh, Kelsey. Hallo. Whoever moves first is. Aiden kommt einfach mit Longsleeve her. Wie geht das? Wie geht das? Ich höre meinen Namen. Was ist los? Ich höre meinen Namen. Kannst du dich mal dazu äußern? Angelo hat gesagt, ich soll mein Shirt ausziehen. Aha. Och Leute, es ist wirklich 1000 Millionen Grad. Also dieser Pool ist wirklich Trick 17. Naja, ich habe Kelsey gefunden. Kelsey, hast du eingewogen? Ja, mit 104,7. Richtig, richtig nice. Also mal gucken, was das heißt und was wir umsetzen können. Ich habe Bock. Ja. Sehr schön, das hört sich sehr gut an. So. Wie fühlst du dich sonst so? Ich fühle mich mega gut. Ich glaube, es geht heute einiges. Also sowohl von der Leistung her und Mal sehen, wo wir am Ende rauskommen. Aber vielleicht so 720. In Pounds in Deadlift oder was? Nee, sowas sollte sogar mehr sein, ne? Ja, doch. Ich denke schon. Aber hol mal kurz die Leute ab, weil die Leute kenne ich jetzt auf meinem Kanal ja so noch gar nicht. Oh, was ist mit meiner Kamera? Wie lange machst du überhaupt schon Powerlifting? So ganz kurz und knackig. 3 Jahren, Dress. Und ja, 2 Jahren davon bin ich schon fast im Coaching bei Angelos. Und es wird einfach nur noch geil. Es wird nur noch geil. Also das ist jetzt mein 5. Wettkampf, glaube ich. Und im Großen und Ganzen gucken, was die Karriere noch mit sich bringen wird. Ja. Spaß haben. Definitiv. Das ist, glaube ich, also ich hoffe, dass ihr sehen werdet, wie viel Spaß ich quasi mit diesem Sport verbinde. Ja. Ich weiß nicht, ob du sagen willst, aber so ein kleiner Vorgeschmack auf, was vielleicht so heute drin ist an Gewichten. So. Nur als kleiner Vorgeschmack vielleicht, also, damit die Leute auch dranbleiben, weißt du? Beuge, ja, ich sag's mal so. Ich weiß schon 280 aufwärts, vielleicht. Bankdrücken ist nicht meine Stärke, aber vielleicht 170, 175 und Deadlift. Puh, Leute, vielleicht 350, aber Silencio. Silencio. I wanted a million and got me a million, as simple as that. Fuck as you know, we sending it back, no peer in the back. Fuck as you know, we sending it back, no peer in the back. Fuck as you know, we sending it back, no peer in the back. Lisa, was machst du denn hier schon wieder? Haben die Burger geschmeckt aus dem letzten Video? Sehr gut, aber hier gibt es keinen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und 20 hat mir auch keiner mitgebracht. Ach, die werden jetzt auch nicht. Was machst du schon wieder hier? Ja, Videos machen, das ist mein Job. Schnell, würde ich sagen. Verdammt schnell! Verdammt schnell! Was? Psch. Eigentlich weiß jeder, dass ich hier bin, um Bierpong zu spielen. Den einzig wahren Sport, oder? Nachher Bierpong? Ja. Pull up, bitte. Wenn ihr Bock habt, ihr kriegt auf jeden Fall was zu sehen. So Leute, wen ich eigentlich suche, ist der Coach von Kelsey. Mal schauen, wo der ist. Ah, da ist er ja. Hallo. Ohne Spaß, Leute, ihr habt noch keinen Sitzriesen gesehen wie ihn. Lass uns mal einen Stuhl finden. Komm. Wer ist der größte Sitzriese in diesem Game? Ich sag's euch. Wie kann man so ein Sitzriese sein, Bro? Weil ist hier, was soll ich machen? Also ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen darf, ne? Aber ich sollte Basketball im Sitzen spielen. Rollstuhl-Basketball. Das ist übrigens Johann, Leute. Johann verpackt einen Großteil eurer Pakete, wenn ihr bei Kilo für Kilo bestellt. Unser 400-Euro-Jobber. Wer 2 Schlüssel anhängt, wer anstatt einem, kann mir schreiben. Einer der besten Bankdrücker Deutschlands, der drückt über 210 Kilo, Mann. Basketballer, Rise and Grind Kilo. Trainingsplan. Rise and Grind, Bruder? Rise and Grind Trainingsplan. 200 auf der Bank, vorgarantiert, Mann. Ansonsten gibt's Geld-Zurück-Garantie von Pascal. Fuck, ja, genau.
Die Vorlage lasse ich mir nicht nehmen. Ich sitze hier gerade im Schnitt von dem Video und will erwähnen, dass wir noch 20% Rabatt auf die Trainingsprogramme von Kilo für Kilo haben. Das Trainingsprogramm, von dem Angelo spricht, ist das Rise and Grind Trainingsprogramm. Damit kannst du 15 Wochen deine Kraftwerte auf neue Dimensionen bringen. Integrierter Volumenrechner, anpassbare Übungen, Feedback-System, was den Plan nach jedem Trainingsblock besser auf dich anpasst. Und ab der Version 3.0 sogar eine volle Narration. Das heißt, in jeder Woche bekommst du von mir ein Video für dich, in dem ich dir genau erkläre, wie du trainieren sollst. So, Werbung endet jetzt auch schon hier. Wir haben aktuell immer noch 20% auf diese Trainingsprogramme. Also nur Bock hast, stärker zu werden im Gym und es ordentlich zu machen, dann rein da. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Hey, bist du Coach? Ja. Bist du Wissen ist Kraft? Nee. Ich bin Simon. Nein, er ist Kelsey's Coach, er ist Anflos. Aber Wissen ist Kraft war dein Coach, oder? Ja, genau. Ich wollte nicht disrespecten, falls das... Nein, nein, alles gut. Alles gut, so lustig. Aber weil du bist halt nicht in der Szene, offensichtlich weißt du das nicht, so, wenn wir so reden. Nee. Digga, das gibt's nur im Powerlifting-Gym. Proteinmilch bei 50 Grad steht einfach da. Ich stehe einfach da, neben Wasser. Oh Gott, Digga, wer die heute noch trinkt, der wird auch noch viele andere Dinge heute aus seinem Körper raushaben. Jesus. Yeah. Keep on rolling, baby. Look at this, man. It's very, very... Du schon wieder. Wie hast du das verkraftet, den Empowerlift zu organisieren? Gut. Jetzt eine Woche später. Ja. Yeah. Es war... Ich will eigentlich so gar nicht in irgendein Video aufschauen. Zu spät. Nee, richtig gut. War richtig happy, weil es auch nicht so einen Breakdown gab, so einen mentalen, den man oft hat nach sowas. Sondern es war einfach alles aufgesogen, einfach happy, einfach super dankbar. Aber als sportpsychologische Frau, die sich auskennt, weißt du ja sicherlich, wie du damit umgehst. Auch hättest du einen Down gehabt. Ja, also das ist quasi jetzt gute Werbung für mich, dass ich keinen Mental Breakdown nach meinem eigenen Wettkampf hatte. Das war meine Absicht mit diesem Teil. So, ne? Ja. Bis später, ne? Ja. Tschüss, ne? Ciao. So, hier haben wir Angelos. Angelos! Ich habe dich gerade schon introduced bei, guck mal hier, wie der Sound eingestellt ist. Bei Kelsey, das ist der Coach von Kelsey. Ja, der Coach von Kelsey. Ja. Wärst du dann auch mit K geschrieben als Kelsey Coach? Kelsey ist mein Coach. Ich werd K-O-T-S-C-H geschrieben. Coach. Coach. Wer nicht weiß, du bist übrigens auch bist du nicht relativ der stärkste Bankdrücker Deutschlands? Ich glaube, Joshua Wright ist, glaube ich, schon, also Joshua drückt jetzt auch schon 190, glaube ich. Ja. Sonst habe ich gerade auch, also Bankdrücken ist ja, es interessiert ja keinen, wer drückt, ne? Aber dieser Mann ist 83er und drückt über 200, Mann. Also safe, nicht Nelly halt auch. Also eigentlich 210, aber nur auf einer Rogue-Bank, ne? Auf einem Fatbed. Das ist von den Amis, das zählt halt nicht. Jo, also bei Kelsey haben wir heute wollten wir ein bisschen Show bieten heute, damit auch die TBB jetzt am Abend ein bisschen Flamme hat. Deswegen schauen wir mal, dass wir ein bisschen was beugen. Also wir haben uns jetzt so 290 vorgenommen, ein bisschen mehr als auf der DM. Bank war tatsächlich der Fokus, da haben wir am meisten gerne im Training. Da haben wir ein bisschen mehr Volumen gemacht, ein bisschen noch was an der Frequenz geändert. Hat auch ganz gut gefruchtet. Und Deadlift könnt ihr euch, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. vor dem Wettkampf offensichtlich, Digga. Bei Deadlift haben wir was vorgenommen. Also 350 plus werden heute aufgeladen und gezogen. Ja. Gut, wir sind gespannt. Wir nehmen euch mit durch den gesamten Wettkampf. Ihr werdet Angelos gleich noch sehen für Insights zu Kelsey's Performance. Und wir gehen jetzt erstmal auf die Plattform. Let's go. 80-something on the rollie. I'm about to chain for the little Wally. I'm about to break apart the whole thing out. I was for the dead homies. Was macht eigentlich ein Coach so die ganze Zeit? Stange auf und abgeladen. Snow Mob, get a headshot for that 40. Lord Brad, Nymph turned red. I was all broken when they told me. Put the Maserati on Fogies. I hit the curb off of that Dodie. We got the murder rate going up, gang, and the cell gang, so they moke me. Bandicas in these Dochies. That mean I'm loafed up in this bitch. We throw the foes up in this bitch. I never froze over that stick. Yeah, paperwork, hit the 4 yards, get poked up in that bitch. Wie hat dir das Warm-up bisher gefallen? War sehr gut. Also, alle drei Jungs da, der Urs auch, der Aina auch. Richtig schön, wird richtig, richtig hot auf der Plattform. Sheesh! Sehr schön geworden, alles nicht zusammen. 225 Kilo und der Pascal in Bohren. Hey, putting hot meds in the soda pop, niggas pulled up in that bitch. I be like, so what if he switch? Beuge! Yes, sir, baby, let's go! Easy! Come, baby, let's go! Beuge! Sehr stark gekämpft! Und 1 zu 0! Wie war Kniebeuge, Kelsey?
Boah, überraschend schwer, aber ich glaube gar nicht wegen des Gewichts. Also klar, das Gewicht im zweiten Versuch, es sah natürlich schwer aus, aber es war... Ja, was soll ich sagen? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nicht mehr so einen krassen Beiner gesehen. Aber der war auch lang, ne? Richtig gut, ja. Der war sogar besser als damals in der NRW-Cup bei den 275. Stimmt, ja. Ja. Also, ich wollte es nicht so viel sagen, aber das Problem bei dieser Hitze ist, du merkst es nicht so, du verlierst so viel Flüssigkeit und du kannst gar nicht gegen antrinken. Und du weißt, wenn du ein bisschen dehydriert wirst, ein bisschen Salz verlierst, das hat einen brutalen Impact auf deine Endkraft. Ja. Und wenn du grindest, weißt du, ihr müsst richtig trinken, auch jetzt, du musst saufen. Ich hab, hier, guck. Weiß nicht, jetzt habe ich es gezeigt, wahrscheinlich nicht. Warte, wir verdecken es auf jeden Fall Wasser, Leute. Trink genug Wasser. Du meinst das ESN Hydrate drin, ne? Mit ESN, mit Code YB, ne? Immer bestellen. Yes, sir! Yes, sir! Ja. Also, aber du bist zufrieden, aber nein, ich bin wirklich zufrieden. Also, für die Umstände, für die Hitze, die ich wirklich unterschätzt habe, bin ich echt zufrieden. Und ich sag's mal so, ich glaube, die anderen zwei Lifts, nämlich Bench und Deadlift, da ist trotzdem noch gut Potenzial drin. Also, ja, ich lade jetzt. Das Gute ist dadurch, dass du einen dritten Squat nicht gemacht hast, der ja potenziell mit sehr viel Gewicht wäre, ja? Boy, safe. Yourself up. You know what's good. Wir haben denjenigen gefunden, der diese Proteinmilch bei 730 Grad einfach in der Wärme stehen lässt und trotzdem trinkt. Ja. Wie kann dein Magen-Darm tragt das ab? Kann er nicht. Coach. Ja, lief nicht so wie geplant. Aber man hat auch nicht damit gerechnet, dass 50 Grad heute sind. Aber it is what it is, ne? Ist für jeden warm. Auch für Urs ist es warm. Auch für Hannes ist es warm. Für dich ist es auch warm. Für seine Proteinmilch ist es warm, Bruder. Es ist deine gewesen. Die von vorher, diese Ehrenlob, wo wir drüber gelästert haben. Die Ehrenlob bei der Hitze. Alte Proteinmilch. Ja, aber ich bin auch großer Fan von dieser Proteinmilch. Ich habe sie gestern auch zwei Stück gekauft. Die gibt's halt nicht überall, ne? Ja. Ja, Beuge. Ja, ein bisschen unkonzentriert leider. Gürtel vergessen kurz vorher. Was? Das hast du gar nicht erzählt, Bruder. Ja, aber es ist so heiß. Manchmal darf man auch schweigen, oder nicht? Schweigen ist Gold. Eine Sache war echt krass. Habe ich auch nicht gerechnet, wie laut. Es ist so laut. Ey, geisteskranke Stimmung, oder? Du kommst durcheinander einfach. Geisteskranke Stimmung. Also, es macht richtig Spaß als Zuschauer. Ich bin ja so auf lustig unterwegs. Ich kann da so sitzen. Sheffield. Yeah. Deutsches Sheffield, meinst du, oder? Ja. Offiziell. Oder du hast schon wieder mehr ausgeschwitzt, als du getrunken hast. Schau mal, gut. Also, trink mal jetzt. So viel runtergetröpfelt währenddessen, als ob er Boxkampf war. Achte Runde gegen Urs. Urs hat gar nicht geschwitzt gefühlt. Ja, jetzt schauen wir mal, ob sich das jetzt zieht über den ganzen Wettkampf mit dem Wasser verlieren, ob wir das nachfüllen können. Aber wir gehen jetzt rein. Ich bin zuversichtlich, dass es jetzt besser laufen wird nochmal auf der Bank. Ein bisschen konzentrierter. Jetzt wissen wir auch, dass die vordere Gruppe vor uns irgendwie nur 5 Leute hat, ne? Weil das war auch so ein Ding. Wir haben im Warm-up gemerkt, okay, wir müssen viel schneller machen. Und die Jungs haben, glaube ich, 15 bis 20 Minuten ihr Warm-up durchgeprügelt. Ne? Das war jetzt auch ein bisschen wild. So läuft es halt auf dem Wettkampf. Ne? Kann man nicht immer vorher planen, alles. Wayne, das ist der Kriminellste. Junge. Er hat einfach nur sagen müssen, passt. Wie tief muss man beugen, damit es auch als tief gewertet wird? Ganz kurz, beim dritten noch ein Rot zu geben, ist kriminell gewesen, oder? Ja, aber vielleicht, was, das reicht. Okay, sorry. Hey, going body for body for body and you need a Wally for sure. Hey, going body for body for body and you need a Wally for sure. Isa, ein paar Stunden später, wie ist die Laune? Durchwachsen, es ist eher warm, es ist eher schwitzig und ich muss sagen, so schwere Männer riechen. Ja, das bin zum Glück nicht ich, sondern die schweren Männer. Du meinst nur die schweren, oder? Stimmung vor Bank. Wenn ich ehrlich bin, ich bin wieder da. Ehrlich, ich bin wieder da. Ich fühle mich gut. I'm back. Es ist nicht mehr so warm wie vorher irgendwie. Es ist halt immer nervig, weil die Gruppe davor wärmt sich noch auf und man kann sich gar nicht mehr früh aufwärmen. Das heißt, die Aufwärmzeiten sind ultra kurz. It is what it is. You gotta adapt and overcome, bro. Start. Press. Bau Startsignal, war genau pünktlich. War genau pünktlich, oder? Leider 3-0 ungültig. Stop! Fred! Oh shit, boy! Jawohl! Fred! Jawohl, Zeuge, Kämpfer,
2,5 Kilo Bia. Let's go. Feedback zum Bankdrücken? Ja, man kennt's ja, bei KCM einer darf nicht rein, das ist Gesetz. Langsam wirklich, gell? Ersten auf einmal, er geht einfach runter, kein Start. Ja, ich hab ja gemerkt, okay, ich hab's Startsignal verpasst, warum soll ich mich anstrengen? Ja, das war wirklich, Entschuldigung, aber da dachte ich echt, okay, ich spar die Kraft. Und hat's ja ein bisschen geklappt, zweiten, dritten. Aber egal, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt Freutim. 2,5 Kilo Verbesserung, also 172,5 und jetzt heißt heben, ne? Und da will ich auf jeden Fall nochmal rollen. Muss ich. Wir werden sehen. Bist du ready? Ja. Let's go. Ja. Auf der Mitte. Die Küche nachher nochmal an. Und dann? Boah, du weißt. Step back three. Ich stinke wie Sau, Mann. Ich bin schon 7-mal getrocknet, dann wieder vollgeschwitzt und wieder neu getrocknet, Leute. Es ist so abartig warm heute. Für Powerlifting wirklich die schwersten Dinge, die du haben kannst. Aber die Jungs schlagen es heute wirklich stark. Let's go. Hey. Fall, faggot, bang it, baby, y'all die about it. You tell your partner about any of the mommies and you gon' do time about it. My yellow nigga sauce died, you know I cry about it. He was a real one, living through me, so that nigga still one. I'm rocking the rally, they come with the pointers, this ain't a steel one. I hopped in the gang, put on the gang, them niggas real ones. I wanted a million and got me a million, as simple as that. Fuck is you doing? I'm sending it back, no peer in the pack. I wanted a million and got me a million, as simple as that. Fuck is you doing? We sending it back, no peer in the pack. Fuck is you doing? We sending it back, no peer in the pack. Fuck is you doing? We sending it back, no peer in the pack. Yeah. Boah, richtig minus, Leute. Ich hab Kelseys Heben komplett verpasst, weil Vadim seinen Wettkampf beendet hat und wir seine Recap-Videos aufgenommen haben. Die habt ihr vielleicht auch schon auf YouTube gesehen. Wenn nicht, dann seht ihr die nächsten Tage. Ein kleines Recap zu Vadims Wettkampf aufgenommen. Und jetzt muss ich mir erstmal erklären lassen, was am Ende von seinen Lifts ging, Mann. Jo, also wir haben im Opener TBB-Rekord schon gehoben. 315,5. Direkt mal eine Ansage. Dann im zweiten 335. Normalerweise bei so Rekorden holt man sich immer den Chip, also ein halbes Kilo. Aber ist egal heute. Deswegen haben wir es einfach nicht gemacht. Und im dritten haben wir dann auf 345 reduziert von 350. Einfach um nur mal sicher zu gehen. Plus Relativsektion für heute zumindest. Genau. Schauen wir mal, was morgen passiert. Aber Ries, what it is. Geil. Kannst du die Flaggen, ob zufrieden ist? Ja, doch. Für die Umstände, also Beuge war ja leider nicht so. Beuge war Grind-PR. Aber sowas. Und Leute, nächstes Mal Hühner-Dance. Ja, nee, bin sehr zufrieden. 2,5 Kilo PR auf der Bank, ja. Also Bench. Und somit jetzt quasi... Auf Kench. Wie viele auf Kench? Auf Kench. Ja, ich vergaß. 800 total, man muss auch dazu sagen, 800 total immer ist natürlich geil. Ja. Jetzt 805,5 auf der DM, also 5,5 Kilo weniger, was ja voll fein ist jetzt nach der DM, ne? Also man kann einiges vielleicht erwarten, mal sehen. Ja. Ja, man muss dazu sagen natürlich, dass jeder heute diese Kondition hatte hier, ne? Das war ein bisschen warm, die Gruppe vor uns, waren dann 5 Leute irgendwie, mussten schnell aufwärmen, hin und her, technisch schon ein bisschen up and down, aber also dafür Megaleistung. Ja. Das stimmt. Bist du zufrieden? Ey, ohne Spaß, ich bin mega zufrieden, Mann, das macht immer Spaß. Guck mal, das Blöde ist, die Bedingungen waren halt wirklich schwer. Ja. Also, ne, mit so, das ist das Schlimmste, was ein Paulifer haben kann, dass es so heiß ist. Ja. Du verlierst 10 Liter. Weil viel, Mann, du kannst nicht die ganze Zeit. Ich habe sogar fast Farbe verloren. so viel wie ich geschwitzt habe. Und für die Bedingungen, Mann, hast du einen super Job gemacht. Ich bin super zufrieden, Mann. Und ja, schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Videos wünscht mit your boy Kench. Nee, Kelsey. Kench ist das, was Kelsey macht auf der Bank. Und mit Achros. Euer Sitzriese, ja. Also ja, like the damn video, follow your boy. Und auf Instagram, die Jungs sind übrigens in der Beschreibung verlinkt, ja. Das heißt, follow yes, rein bei den Jungs. Wir sehen uns im nächsten Video. Pascal, du check raus. Peace, bro. Shop the match. Oh. Mach Salto, Salto. Salto, let's go, outro. Oh. Okay, cool. Oh. Guck mal jetzt, was ich mach. Oh. Wow. Yay! Oh, ich kann auch. Jungs, ich hatte heute einfach mal wieder richtig Spaß im Powerlifting. War schon geil, muss schon sagen. Paul, ich finde ein geiler Tag. Es hat so Spaß gemacht. Ihr seid die Experten, ihr müsst bitte ihn überreden, dass er weitermacht. Bro, du hast heute 2,65 fast gebeugt. Das darf man auf Kamera leider nicht sagen.
So, ne? Ja, schwierig. Hab ihn gefragt, ich habe vorher gesagt, ich habe mit Kelsey gewettet, dass er Sumo zieht und er meinte, wieso schaue ich so aus? Oh, shit. Cancel free area, ja. Wir beenden jetzt das Video hier und unterhalten uns über dieses Thema nochmal im Detail, ja. So, wir sehen uns dann. Na, tschüss. Tschüss. Bye.